Ja, als nächstes wollen wir beweisen, dass das Newton-Verfahren gegen eine Nullstelle von f konvergiert, unter der Voraussetzung, dass man nah genug an einer Nullstelle von f angefangen hat. Okay, schauen wir uns das an. Und wie war es nochmal mit dem Newton-Verfahren? Wir haben eine Funktion f, die geht von r nach r, der Einfachheit halber. Es geht auch alles für Funktionen vom r hoch n in den r hoch n. Die soll zweimal stetig differenzierbar sein. Wir nehmen ein x0 aus r und definieren uns die Newtonsche Fixpunktfolge als xk plus 1 gleich g von xk. Für eine Funktion g ebenfalls von r nach r und das g war definiert fürs Newton-Verfahren als x minus f' von x hoch minus 1 mal f von x. Und da wir alles einfach nur über r uns anschauen, ist das nichts anderes als x minus f von x durch f' von x. X quer soll eine Nullstelle von f sein. Naja, und wenn x quer eine Nullstelle von f ist, naja, dann ist das hier oben 0, dann ist also g von x quer gleich x quer. Das heißt also, f von x quer ist 0, ist äquivalent dazu, dass x quer ein Fixpunkt ist von g, unter der Voraussetzung, dass das f' von x da unten ungleich 0 ist. Und das werden wir gleich alles so hinbasteln, dass das wirklich funktioniert. Okay, wir wollen natürlich den Fixpunktsatz von Banach anwenden, ist ja klar. Also müssen wir uns irgendwie die Voraussetzungen herholen. Und die erste Voraussetzung ist immer, wir müssen in einem vollständigen Raum sein. Das ist der Fall, denn wir betrachten ja alles über R. Ja? Das heißt, das können wir schon mal, das ist gegessen. Ja? Okay, dann können wir nicht erwarten, dass unsere Funktion g, die wir haben, überall tatsächlich kontrahierend ist. Ja, warum wird das nicht der Fall sein? Ja, wenn sie überall kontrahierend wäre, dann hätte sie auch höchstens eine Nullstelle, höchstens einen Fixpunkt und das würde immer bedeuten, f hat höchstens eine Nullstelle. Das ist natürlich nicht für alle Funktionen f der Fall, also wird das hier im Allgemeinen nicht der Fall sein. Das heißt also, ich muss versuchen, den Definitionsbereich von g einzuschränken. Das heißt also, ich muss mir ein abgeschlossenes Intervall d suchen, so dass g tatsächlich eine Selbstabbildung ist von d nach d. Und nach unserem Kriterium für die Kontraktionseigenschaft würde es reichen, wenn wir zeigen, dass die Ableitung von g auf d kleiner gleich q kleiner als 1 ist für eine Zahl q. Okay, gut, also das wollen wir machen. Zunächst mal rechnen wir uns aus, was ist überhaupt das g' von x? Naja, also das g haben wir hier oben stehen. Und wenn ich das einsetze, nach x ableite, dann ist das 1 minus, und hier haben wir jetzt das Quotientenkriterium für die Ableitung. Das heißt, da steht unten ein f' von x zum Quadrat, oben f' von x mal f' von x minus f von x mal f2' von x. Ich schaue in der Vorlesung immer hier auf leere Augen, weil keiner mehr das Quotientenkriterium aus der Schule kennt. Ja, die Quotientenregel für die Ableitung. Aber schauen Sie es an, das ist tatsächlich richtig, was hier steht, hoffe ich. Okay, gut. Unter der Voraussetzung, dass das f' von x ungleich 0 ist, können wir sagen, naja, das f' von x zum Quadrat, f' von x zum Quadrat, das hebt sich weg. Das heißt, hier haben wir stehen 1 minus 1 und das Einzige, was überbleibt, ist ein f von x, f2' von x durch f' von x zum Quadrat. Und natürlich gilt das Ganze nur, falls f' von x ungleich 0 ist. Okay, das heißt also, die erste Ableitung von g können wir sofort ausrechnen. Und wir nehmen jetzt mal als erstes mal an, dass die erste Ableitung von von f an der Stelle x², also am Nullpunkt von f, tatsächlich ungleich 0 ist. Ja, es soll also gelten, f von x² gleich 0, f' von x² ungleich 0. Nachher werden wir den anderen Fall betrachten. Okay, gut, also wenn f' von x² ungleich 0 ist, dann können wir das x² hier einsetzen, dann ist g' von x² gleich f von x², das ist 0 mal f2', f' von x ist ungleich 0, das heißt, das ist einfach 0. Das heißt, dann ist tatsächlich g' von x² gleich 0. Okay, gut, jetzt sieht man aber, naja, also hier habe ich nur nochmal differenzierbare Funktionen, das heißt also f' und g' sind stetig. Und daraus folgt, es gibt ein Epsilon,
sodass, naja, also das G' ist stetig, an der Stelle x quer hat es den Wert 1/2, hat es den Wert 0, Entschuldigung, hat es den Wert 0. Das heißt also, in einer kleinen Umgebung von x quer wird es bestimmt noch kleiner, gleich 1/2 sein mit dem Epsilon-Delta-Kriterium. Andererseits, es gilt, dass f' von x quer ist ungleich 0. Das heißt also, in einer kleinen Umgebung wird bestimmt das f' von x noch größer sein als f' von x quer geteilt durch 2. Und da meine ich natürlich hier vorne, ja, das habe ich jetzt falsch gemacht, da meine ich hier vorne natürlich den Betrag. Ja, also f' von x an der Stelle x gleich x quer hat das f' hier natürlich den Wert f' von x quer größer als 0 nach Voraussetzung. Und das heißt, in einer kleinen Umgebung wird bestimmt der Betrag von f' von x größer gleich dem Betrag von f' von x quer geteilt durch 2 sein. Und das ist immer noch größer als 0 und das, was da rauskommt, das nenne ich μ. Okay. Gut, das heißt also, es gibt so ein kleines Epsilon, sodass für alle x aus dem Intervall von x quer minus Epsilon bis x quer plus Epsilon diese beiden Bedingungen hier vorne gelten. Ja, einfach nur Epsilon-Delta-Kriterium der Stetigkeit. Okay, gut, aber wenn der Betrag von G' von x kleiner gleich 1/2 ist, dann bedeutet das nach unserem Kriterium, dass auf der Menge d, also auf dem Intervall d von x quer minus epsilon bis x quer plus epsilon, naja, ist die Ableitung kleiner gleich 1/2 kleiner 1. Das heißt also, das g ist kontrahierend und zwar mit der Kontraktionskonstante q gleich 1/2. Okay, gut, das haben wir schon mal. Da haben wir jetzt schon fast alles für den Banachschen Fixpunktsatz zusammen. Das D hier vorne ist abgeschlossen, das ist wunderbar. Die Funktion G ist kontrahierend. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist, dass G ist auch eine Selbstabbildung auf D. Okay, schauen wir uns das an. Also nehmen wir uns ein X aus D her. Und wenn das X aus D kommt, dann heißt das natürlich, dass X minus X quer ist kleiner gleich Epsilon. Okay, gut. Das heißt also, ich schaue mir mal an, das g von x minus x quer. Naja, also x quer ist ein Fixpunkt von g. Das heißt also, g von x ist g von x quer und das ist nichts anderes als g von x minus g von x quer. Jetzt ist das aber kontrahierend mit der Kontraktionskonstante 1/2, das g. Das heißt also, das hier ist kleiner gleich 1/2 mal der Betrag von x minus x quer. Okay, und x minus x quer, das war kleiner gleich Epsilon. Also ist das hier bestimmt kleiner gleich sogar kleiner gleich Epsilon halbe. Das heißt also, g von x minus x quer ist kleiner gleich Epsilon halbe und liegt damit natürlich sicherlich im Intervall d. Okay, gut. Das heißt also, für x aus d ist auch g von x in d und das bedeutet, dass g ist eine Selbstabbildung auf d. Okay, gut. Also jetzt haben wir alles zusammen für den Banachschen Fixpunktsatz. Die vier Kriterien, ja, wie war das nochmal? Vollständigkeit des Raumes. Das Intervall oder die Menge d, die wir betrachten, ist abgeschlossen. Wir haben eine Selbstabbildung von d nach d und das Ganze ist kontrahierend, weil tatsächlich die Ableitungen auf d kleiner gleich 1/2 kleiner 1 sind. Okay, gut. Das heißt also tatsächlich, das Ganze konvergiert und es gibt auch nur einen Fixpunkt. Wir wissen schon, x quer ist ein Fixpunkt und damit bleibt uns nur eins über die Fixpunktfolge und das ist in diesem Fall gerade die Newton-Folge, also das Newton-Verfahren konvergiert tatsächlich gegen x quer. Okay, unter welchen Voraussetzungen haben wir jetzt hier also Konvergenz? Naja, unter der Voraussetzung, dass wir unser x0 in d gewählt haben, das heißt in einer kleinen Umgebung von x quer, unter dieser Voraussetzung konvergiert tatsächlich das Newton-Verfahren. Das heißt, wir haben sowas wie eine lokale Konvergenz unter der Voraussetzung, dass das x quer nah genug, dass das x0 nahe genug am x quer liegt, haben wir tatsächlich hier Konvergenz. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kriege ich dieses x0 denn dann, wenn ich nicht weiß, wie das x quer aussieht, aber das werden wir uns auch noch anschauen. Okay, gut. Eine Sache habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Das galt ja alles nur unter der Voraussetzung,
dass f' von x ungleich 0 war. Also kann es uns passieren, dass das f' von x 0 ist? Nee, kann es nicht, weil wir hatten vorausgesetzt, dass f von x quer ist größer als 0 und wir hatten die Umgebung von x quer, also dieses d, so klein gewählt, dass da f' von x größer gleich f' von x quer durch 2 war und das war größer als 0. Also ist tatsächlich auch insbesondere f' von x ungleich 0 auf unserem kleinen Intervall d. Okay, damit sind wir noch nicht fertig, auch nicht für diesen Fall, dass f' von x quer ungleich 0 ist. Denn wir wollen auch, das Newton-Verfahren hat eine wunderbare Eigenschaft und zwar, dass es besonders schnell konvergiert. Und das wollen wir hier uns auch nochmal anschauen. Und da beginnen wir zunächst mal wieder mit einer Taylor-Entwicklung. Und wir wissen ja, dass f von x quer, und das x quer ist eine Nullstelle von f, ja, also f von x quer gleich 0, und wir entwickeln dieses f von x quer mal um einen Punkt x. Okay, dann gilt also 0 gleich f von x quer gleich f von x plus f' von x mal x quer minus x plus f2' von xi mal x quer minus x zum Quadrat mal 1/2 mit einem xi zwischen x und x quer, also ist das xi sicherlich auch in D. Okay, das setzen wir jetzt gleich ein. Und was uns interessiert, ist der Abstand von x quer und xk plus 1. Das heißt also, wie groß ist der Fehler des Folgeglieds xk plus 1, wenn ich die Nullstelle x quer eigentlich ausrechnen möchte? Nun ja, also ich setze erstmal die Definition von xk plus 1 ein. Das ist eine Newton-Reihe, also x quer minus xk plus f von xk durch f' von xk. Okay, dann setze ich hier vorne, nehme ich hier vorne meine Entwicklung, die ich gerade genommen habe, und setze da mal das xk ein. Ja, dann steht hier ein f von xk, okay, und die Entwicklung, die hier steht, die setze ich für dieses f von xk hier vorne ein. Dann haben wir da sowas stehen wie minus f' von xk mal x quer minus xk und so weiter. Und das muss alles dann auf die andere Seite, kriegt also noch ein Minuszeichen. Okay, gut, also ich setze das ein, dann bekomme ich hier ein x quer minus xk plus, na, das auf die andere Seite, gibt minus f' von xk, x quer minus xk, minus f2' von xi mal x quer minus xk zum Quadrat, ist egal, ob ich das hier umdrehe, mal 1/2 und geteilt durch dieses f' von xk, das habe ich immer noch hier vorne stehen. Okay. Gut, also erstmal, dieses f' von xk hier vorne, das kürzt sich raus. Wir haben gerade gesagt, das f' von xk ist ungleich 0, also darf ich das kürzen. Dann steht hier ein x² minus xk minus x² minus xk. Das heißt, dieser ganze erste Teil hier vorne geht raus. Und das Einzige, was überbleibt, ist so ein f2' von xi geteilt durch f' von xk mal xk minus x² zum Quadrat mal 1/2. Okay, dieses f2' von xi hier vorne, ich weiß ja nicht, wo das xi liegt, aber ich weiß auf jeden Fall, es liegt in d. Und das ersetze ich einfach mal durch das Maximum der, oder das Supremum der zweiten Ableitung in d. Und das heißt, das ist sowas wie die Unendlich-Norm von f2' auf d. Ups, ich wollte gar nichts eingeben. Ja, okay. Dann haben wir hier vorne ein f' von xk, naja, also wir wissen ja, dass f' von xk ist vom Betrag her größer gleich μ. Und das heißt, 1 durch f' von xk ist kleiner gleich 1 durch μ. Das heißt, wenn ich das hier mal ersetze durch 1 durch μ, dann habe ich hier vorne immer noch ein kleiner gleich. Dann habe ich noch ein 1/2, okay. Und dann habe ich hier noch stehen so ein xk minus x² zum Quadrat. Das heißt also, wir können sagen, der Unterschied, der Fehler von xk plus 1 gemessen an x quer ist sowas wie der Unterschied von xk und x quer zum Quadrat. Okay, gut. Was bedeutet das? Also erstmal, man spricht in diesem Fall auch gern von quadratischer Konvergenz, ja, aus offensichtlichen Gründen. Ja. Hier vorne der Fehler im nächsten Schritt ist der alte Fehler zum Quadrat. Stellen wir uns mal vor, im Kartenschritt hätten wir sowas erreicht wie 10 hoch minus 3. Ja, wir wissen, es konvergiert sowieso. Nehmen wir mal an, irgendwann ist es mal in der großen Ordnung von 10 hoch minus 3. Dann können wir rechnen beim nächsten Schritt mit einer Größenordnung, mit einer Genauigkeit von, naja, das hier vorne ist dann 10 hoch minus 6. Zugegebenermaßen haben wir hier vorne noch so einen Faktor davor stehen, der aber sich meistens abschätzen lässt. Und
dann sind wir tatsächlich 10 hoch minus 3 im Kartenschritt, 10 hoch minus 6 im nächsten Schritt, 10 hoch minus 12 im nächsten Schritt und 10 hoch minus 24 im übernächsten Schritt. Das heißt, ja, was bedeutet das? Wir sind schon, nachdem wir hier drei Schritte gemacht haben, obwohl wir hier vorne erst bei 10 hoch minus 3 waren, sind wir hier schon in der Größenordnung, die wir auf dem Rechner überhaupt nicht mehr darstellen können. Das heißt also, man ahnt vielleicht hier schon, diese Konvergenz des Newton-Verfahrens, die wird wahnsinnig schnell sein und das nutzt man natürlich dann numerisch aus. Man muss nur relativ wenige Schritte dieser Newton-Folge tatsächlich ausrechnen, um gute Approximationen für die Nullstellen zu bekommen. Und ja, und das macht das Verfahren numerisch so wahnsinnig attraktiv. Ich bin Ihnen aber noch einen Fall schuldig, nämlich wir haben die ganze Zeit angenommen, dass das f' von x² ungleich 0 ist. Und die Frage ist natürlich, ne, es passiert relativ häufig, dass tatsächlich das f' von x² gleich 0 ist. Das heißt, also die Nullstelle der Funktion ist auch gleichzeitig eine Nullstelle der Ableitung. Dann funktioniert das, was wir gemacht haben, natürlich alles nicht mehr. Und zumindest für einen etwas vereinfachten Fall wollen wir uns auch hier nochmal anschauen, was dann passiert. Also zunächst mal, ich habe das hier nochmal zusammengeschrieben, die Funktion, die wir betrachten, das g von x, diese Fixpunktfunktion, ist x minus f von x durch f' von x beim Newton-Verfahren. Und wir hatten schon ausgerechnet, dass g' von x ist f von x mal f2' von x durch f' von x zum Quadrat, solange das f' von x ungleich 0 ist. Das heißt also, für den Punkt x quer können wir das hier natürlich jetzt leider nicht anwenden. Und deshalb, das ist genau die Stelle, an der der Beweis kaputt geht, den wir vorhin gemacht haben. Okay, gut, wir machen ein bisschen vereinfachende Annahmen. Also es soll x quer eine Nullstelle sein von f', aber es soll nicht in jeder Umgebung auch noch unendlich viele Nullstellen geben. Ja, sondern es soll so ein vernünftiger Nulldurchgang sein und dann würden wir erwarten, in einer kleinen Umgebung von x quer ist die Ableitung dann aber immerhin mal ungleich. Außerdem setzen wir der Einfachheit halber voraus, dass die zweite Ableitung von x quer ungleich 0 ist. Und wir setzen voraus, dass das f sogar viermal stetig differenzierbar ist, anstatt dreimal wie oben. Okay, gut. Wie kommen wir dann hier weiter? Naja, also jetzt ist das Problem natürlich, wir haben das g hier vorne hingeschrieben, aber an der Stelle x quer selbst ist das überhaupt nicht definiert. Also schauen wir uns erstmal an, was passiert an der Stelle g selbst, an der Stelle x quer. Naja, also da haben wir eine Nullstelle im Zähler und eine Nullstelle im Nenner. Das heißt, wir können L'Hôpital anwenden. Wir differenzieren oben und unten, erhalten f' von x durch f2' von x. Naja, und das konvergiert für x gegen x² tatsächlich gegen 0. Denn naja, f' von x ist 0 und f' von x² ist 0 und f2' von x² ist ungleich 0. Also konvergiert das wirklich gegen 0. Und das heißt, das hier konvergiert gegen 0 für x gegen x². Und das heißt also, g von x gleich x² ist die stetige Fortsetzung von g. Das heißt also, auch in diesem Fall ist x quer ein Fixpunkt von g, was nicht so hundertprozentig klar war, denn eigentlich ist diese Funktion da oben ja überhaupt nicht definiert, aber wir können sie tatsächlich stetig fortsetzen, und zwar genau mit g von x quer gleich x quer, und dann ist x quer wieder ein Fixpunkt. Okay, noch schlimmer wird es natürlich für die Ableitung. Also da haben wir vorhin auch heftig benutzt, dass das f' von x ungleich 0 ist. Wenn das f' von x gleich 0 ist, müssen wir auch hier mit L'Hôpital arbeiten. Und diesmal sogar noch ein bisschen weiter. Also, wir schauen uns das g' an. Das ist das hier vorne. Und auch da sehen wir natürlich, naja, oben steht ein f von x, unten steht ein f' von x zum Quadrat. Das heißt also, beide, also sowohl Zähler als auch Nenner, werden 0 für x gleich x quer. Das heißt, wir können wieder L'Hôpital anwenden. Und hier steht sowas wie, naja, oben, ich muss oben und unten differenzieren. Dann steht hier f von x mal f3' von x plus f' von x mal f2' von x geteilt durch 2 mal f' von x mal f2' von x. Okay, jetzt habe ich allerdings Pech gehabt, denn das f hier oben ist 0, das f' ist 0 und das f' hier unten, das ist auch 0. Das heißt also, leider, es wird immer noch alles 0
Und das heißt, ich muss bei L'Hôpital noch einen Schritt weiter gehen und muss das hier nochmal wieder differenzieren, was ich darf, weil ich vorausgesetzt habe, dass das F3' hier vorne tatsächlich nochmal differenzierbar ist. Okay, also wenn ich das hier ableite, was da steht, steht hier ein f von x mal f4' von x plus f' von x mal f3' von x plus f' von x mal f3' von x plus f2' von x zum Quadrat. Ne? Einfach nur Produktregel für die Ableitungen da oben angewandt. Geteilt tue ich, naja, auch im Nenner muss ich nochmal ableiten. Dann steht hier 2 mal f2' von x zum Quadrat plus f' von x mal f3' von x. Okay, wie sieht es jetzt aus? Na, jetzt habe ich hier zum ersten Mal was nicht mehr 0 wird. Nämlich hier unten steht ein 2 mal f2' von x zum Quadrat. Das hier wird natürlich 0 für x gegen x quer, weil f' von x quer gleich 0 ist. Und hier oben habe ich ein f2' von x quer zum Quadrat für x gegen x quer. Das wird auch nicht 0. Ne? Ich habe vorausgesetzt, die zweite Ableitung ist ungleich 0. Okay, alles andere hat mindestens ein f oder ein f'. Da für x gleich x quer ist das eine Nullstelle. Das heißt, alles geht raus, alles geht weg, bis auf dieses f2' von x zum Quadrat geteilt durch 2 mal f2' von x zum Quadrat. Und das heißt tatsächlich, das g' lässt sich stetig fortsetzen durch 1/2. Und tatsächlich 1/2 ist die Ableitung von g an der Stelle x gleich x quer. Okay, jetzt wissen wir also, an der Stelle x gleich x quer ist die Ableitung 1/2 und dann können wir genau wie gerade wieder argumentieren, naja, wenn die Ableitung an der Stelle x quer gleich 1/2 ist, dann ist sie in einer kleinen Umgebung immer noch kleiner gleich 3/4 und dann kommen wir mit demselben Argument wie vorhin durch und können zeigen, das Ganze konvergiert. Erstmal wissen wir sofort, dass das Ganze, dass die Funktion kontrahierend ist, weil die Ableitung kleiner q, in diesem Fall gleich 3/4, kleiner 1 ist. Und außerdem wissen wir, das Ganze ist kontrahierend in einem kleinen, ist eine Selbstabbildung in einem kleinen Intervall. Und das heißt, wir haben wieder Konvergenz, falls x0 minus x quer klein genug ist. Das heißt also, falls wir das x0 nah genug bei x quer gewählt haben. Nur der zweite Trick, der klappt blöderweise hier nicht mehr. Das heißt also, wir bekommen keine quadratische Konvergenz, sondern nur eine ganz normale Konvergenz, so wie wir sie auch beim Banachschen Fixpunktsatz haben, wie wir normalerweise bei den Fixpunktfolgen haben. Und das ist schon erheblich langsamer. Und diesen Unterschied, den wollen wir uns nachher auch nochmal am Rechner anschauen.